gerade bei solcher Thematik, ihr seid auf der sicheren Seite. Ja? Und ich freue mich deshalb auch besonders, dass ihr so zahlreich erschienen seid hier nach Martensdorf. Und das erlebe ich immer, wenn wir neue Asylheime aufmachen wollen. Es gibt ja laufende Meter, diese neuen Heime oder wie in Upal Containerdörfer. Und ich kann das schon verstehen, dass man auch glaubt, dass hier über 200 Leute kommen sollen. Weil, wie war es denn in Upal? 500 Einwohnerdorf. Und das war deswegen bundesweit in den Schlagzeilen. 500 Einwohner, den wollten sie 400 Migranten vor die Tür setzen in ein Containerdorf. Und das hat natürlich für Riesenaufsehen gesorgt. Aber das zeigt auch, wie irre, kann man schon fast sagen, die Politik agiert in diesem Land. Sie nehmen die Probleme, die vor Ort ja entstehen, an der Basis, in den Dörfern, in den Städten, nehmen sie gar nicht wahr. Die werden ausgeblendet. Jeder, der das kritisiert, ist ein Nazi, mindestens, ja. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier in diesem Land passiert. Dabei sind wir doch überall. Und auch wir von der AfD, normale Bürger, die einfach sagen, stopp, es darf nicht zu viel werden. Wir machen Schluss mit diesem Theater. Wir wollen endlich einen Aufnahmestopp. Es ist zu viel und darum Schluss damit. Und das will ich auch nochmal sagen. Und ich nehme an, dass das hier auch nicht anders sein wird. Wenn in so einem Dorf wie bei euch in Gemeinde Niepars ein paar Flüchtlinge oder sei es auch Migranten herkommen würden, ein paar Familien, die tatsächlich geflohen sind vor Krieg, dann hätte doch niemand hier ein Problem, die unterzubringen. Und es ist eben auch eine Frage der Menge, wie viele eigentlich kommen können. Denn wir haben mittlerweile Orte, in Westdeutschland sowieso schon lange, aber bei uns mittlerweile auch schon in den größeren Orten, da wo viele Migranten angekommen sind, da haben wir mittlerweile Schulklassen, da funktioniert Integration schon andersherum. Da sind noch zwei deutschstämmige Kinder von 20, der Rest sind Migranten. Ja, wie funktioniert da Integration? Da wollen, das erleben wir ja bundesweit auch in Umfragen mittlerweile schon, da wollen die zwei restdeutschen Kinder, sage ich mal, die wollen dann schon zum Islam konvertieren, damit sie irgendwie dazugehören. Und das wollen wir nicht. Andersrum mag es ja funktionieren. Wenn zwei Migranten auf 20 Kinder kommen, dann gliedern sie sich ganz schnell in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur. Sie lernen ganz schnell unsere Sprache. Aber in solchen Gegenden, wo das schon Überhand genommen hat, wird das nicht passieren. Und da sagen wir, diese Zustände, die wir aus westdeutschen Großstädten kennen, die wollen wir hier bei uns nicht haben. Und darum ist der Osten bereits aufgestanden. Und das ist das Entscheidende, dass wir vor Ort Gegenwehr leisten. Friedlich natürlich, wie sich das gehört. Und dieser Protest zahlt sich auch aus. Im Übrigen kann man auch an der Wahlurne den Protest ganz klar zeigen. Wir sind da als einzige konsequente, vernünftige Partei, die sagt, wir wollen mit dieser illegalen Masseneinwanderung Schluss machen, weil es einfach zu viel ist. Wir wollen das deutsche Volk erhalten, so wie es ist in seiner Gesamtzusammensetzung. Da können natürlich auch ein paar dazukommen von außen, überhaupt kein Problem. Lasst euch nichts erzählen, da haben wir auch nichts dagegen. Aber in dieser massiven Art und Weise, wir haben es gerade gehört, meistens mit jungen Männern, die mit Messern hantieren, ja, die Gruppenvergewaltigungen begehen. Diese Angst der Bürger kommt doch nicht umsonst. Ich habe gestern schon wieder vom Fernseher gesessen und habe gedacht, was ist denn mit denen da los? Die im Fernsehen haben die gar keine Ahnung mehr vom wahren Leben. Da wird ja schon negiert, dass die Menschen Angst haben. Unter dem Motto, das ist hier nur subjektiv. Es passiert doch, wir haben doch die Angriffe gesehen, ob in Mannheim, in Solingen, vierjährige Kinder in Supermärkten, die angegriffen werden. Das heißt nicht, dass alle Flüchtlinge und Migranten kriminell werden, aber es sind zu viele. Die Kriminalitätsrate bei denen ist siebenfach höher als bei den angestammten Deutschen. Und das ist doch ein Problem, über das man reden muss. Und das wollen wir nicht haben in unserem Land. Und darum sagen wir, wir müssen jetzt insgesamt damit Schluss machen. Das ist jetzt die Bundesebene. Da können wir hier vor der Haustür nicht viel ausrichten. Aber wir müssen auf der Bundesebene, und wir sind ja als AfD Gott sei Dank schon eine gewisse Macht im Bundestag. Ich hoffe nächstes Mal noch deutlich stärker. Wir wollen die 30, die wir im Osten schon haben. Das ist unser Ziel beim nächsten Mal bei der Bundestagswahl. Aber unsere Politik wirkt ja zumindest schon dadurch, dass wir starke Wahlergebnisse im Osten haben. Ja, dadurch sind sie in Berlin jetzt ins Rudern gekommen. Und man sieht doch, dass die Dinge, die wir vorgeschlagen haben, eigentlich möglich sind. Jetzt kommt ja sogar ein Herr Merz, der jetzt irgendwie Kanzlerkandidat werden soll, habe ich gehört.
der kommt jetzt sogar her und sagt plötzlich, dass Zurückweisungen an der Grenze möglich sind, wo sie uns lange vorher erzählt haben, dass das gar nicht geht. Aha, geht es möglicherweise vielleicht doch? Ja, es geht. Und das ist eine Position, die wir schon lange als AfD vertreten haben. Natürlich, Grenzkontrollen überall, hat Frau Faeser jetzt notgedrungen eingeführt. Im Übrigen auch hier. Ich kann mich an eine Regierungsbefragung mit Frau Faeser, der Innenministerin, erinnern. Die ist noch gar nicht so lange her. Mag vielleicht ein halbes Jahr her sein. Da haben wir sie genau danach gefragt, ob wir nicht Grenzkontrollen einführen müssen, weil diese europäischen Außengrenzen eben nicht ordentlich geschützt werden. Da hat sie noch gesagt, das hat gar keinen Zweck, das funktioniert alles gar nicht. Und jetzt hat sie befohlen. Aber erst nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Ja? Da sieht man mal, wie die Politik machen. Aber das zeigt auch, wir haben eine Macht als Volk, wenn wir die richtige Wahlentscheidung treffen und die AfD so stark gemacht wird, dass sie an uns nicht mehr vorbeikommen. Das ist der Weg zum Ziel. Das ist genau das, was wir erreichen müssen. Wir können nicht von heute auf morgen alles ändern, aber indirekt bewirken wir etwas. Grenzkontrollen gibt es jetzt. Und meine letzte Anfrage an die Bundesregierung hat es auch klar gezeigt. Es sind im ersten Halbjahr mehr Illegale an unseren Grenzen aufgegriffen worden als in einem Jahr davor. Und das liegt auch daran, dass wir an den Ostgrenzen schon jetzt eine Weile die Grenzkontrollen haben. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir müssen es nur noch konsequenter anwenden. Und das ist genau unser alter Vorschlag gewesen, die Zurückweisungen an den Grenzen vorzunehmen, wovor sich die anderen immer geduckt haben, sage ich mal, um das nicht tun zu müssen. Genau das muss als nächstes kommen. Denn ihr wisst alle, wie die Regeln sind. Wir können nach unserem Artikel 16a im Grundgesetz, nach dem Artikel Paragraph 18 Asylgesetz, können wir diejenigen, die aus sicheren Drittstaaten kommen, und wir sind umzingelt geradezu von sicheren Drittstaaten, die können wir nicht nur, sondern es ist geboten, wie jüngst der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Papier gesagt hat, es ist geboten, diese Migranten abzuweisen. Und das ist nicht unmenschlich, es ist eigentlich logisch, denn wer in Österreich ist, der ist in einem sicheren Land, der hat gar keinen Fluchtgrund mehr, der muss nicht aus Österreich nach Deutschland kommen, weil er auch in Österreich sicher ist. Und wer in Polen ist, ist auch genauso sicher. Und darum Zurückweisungen an der Grenze. Kehrt Marsch! So ist es, ja. Und, aber wir alle wissen natürlich, dass die anderen Europäer da jetzt ein Problem haben. Und das ist auch verständlich. Ja, weil wenn wir die Staumauer dicht machen, dann bleiben die ja bei denen erstmal. Das ist klar. Aber auch dieses Problem wird sich lösen lassen. Es ist möglich. Indem man nämlich zum Beispiel, und das wäre unser Vorschlag, das ankündigt, dass man das tun wird, dass man Zurückweisungen in 2-3 Monaten anfangen wird, werden die anderen Regierungen in uns umgebenden Staaten genau das Gleiche tun. Sie werden ihrerseits die Grenzen dort dicht machen für Leute, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Ein Dominoeffekt wird eintreten. Das wird dazu führen, dass es bis zur EU-Außengrenze genauso weitergeht. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass wir gemeinsam innerhalb der EU die Frontex, die Grenzbehörde der EU stärken, dass wir die nationalen Grenzstaaten stärken mit ihrer Grenzüberwachung, dass wir harte Tür machen. EU-Außengrenzen dann ganz stark schützen. Wir brauchen die Festung Europa, denn wir haben bereits zu viel in allen Ländern, nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern ist es bereits zu viel. Und dann machen wir Schluss mit diesem Zinnober, Schluss mit der illegalen Masseneinwanderung. Und ich will die andere Seite der Medaille auch nochmal ansprechen. Weil immer gesagt wird, wir können das gar nicht machen und steuern und wer Asyl sagt, den müssen wir auch reinlassen. Das ist natürlich Quatsch. So. Was man dann als nächstes tun muss, ist aber, dass wir auch mit den Abschiebungen endlich mal beginnen. Wie kann es sein, dass hier Leute wie der Solinger Attentäter immer noch herumlaufen, weil man einmal bei ihm an der Tür geklingelt hat zur Abschiebung und er nicht da war und hat das dann einfach laufen lassen? Das zeigt doch, wie dieser Rechtsstaat hier nicht funktioniert. Gar nichts funktioniert in diesem Land, was unsere Sicherheit betrifft.
Wie kann so etwas möglich sein? Abschiebungen ist das andere Thema, dass diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht bei uns haben, wieder nach Hause geschickt werden. Das ist doch völlig klar, dass das passieren muss. Und da stellt sich der Kanzler gerade, hat ja wie ein Hutzelmännchen da geredet im Bundestag, war ja völlig außer sich und hat gesagt, wir sind die Ersten, die jetzt mal die Migrationsbegrenzung vornehmen und die Asyl, also Abschiebungen vornehmen. Ja, wo denn? Welche? Die 28 Personen, die dieses ein Flugzeug verfrachtet haben nach Afghanistan? Das ist ja nicht zu fassen. Da haben sie ja in einer Stunde wieder mehr neue drin. Und ich schätze, von den 28 ist die Hälfte auch schon wieder heimlich nach Deutschland gereist. Das ist keine Abschiebeoffensive, wie wir sie uns vorstellen. Wir sagen ganz klar, alle, die kein Aufenthaltsrecht haben, die hier vollziehbar ausreisepflichtig in Deutschland sind, die schicken wir nach Hause. Und zuallererst natürlich die, die hier kriminell geworden sind. Und da, wo es nicht möglich ist, denn ihr wisst alle, dass diejenigen, die herkommen, ihre Handys immer dabei haben, ihre Ausweise aber immer verlieren. Ja? Und das ist natürlich ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, um dann diejenigen in ihre Herkunftsstaaten abzuschieben. In der Tat. Und darum brauchen wir genau das, was die Briten sich auch mal ausgedacht hatten, jetzt zwar nicht durchführen, aber es ist eben möglich, Verhandlungen und Vereinbarungen zu treffen mit Drittstaaten wie Ruanda, um dort die Asylverfahren weiter durchzuführen oder die Klärung auch der Herkunft derjenigen, die hergekommen sind. Weil in dem Moment, wo das passiert, dass wir sagen, es bleibt keiner hier mit ungeklärter Identität und es bleibt keiner hier, der kein Asylrecht hat. Und wenn wir sie nicht nach Hause schicken können, dann schicken wir sie nach Ruanda. Dann ist in dem Moment klar, auch der beschwerliche Weg und der gefährliche Weg übers Mittelmeer wird sich einfach für diejenigen nicht mehr lohnen, die einfach meistens hier aus wirtschaftlichen Gründen herkommen. Und damit haben wir genau dafür gesorgt, dass weniger Menschen im Mittelmeer trinken und dass weniger Menschen illegal über die Grenze kommen. Das ist ein humaner, das ist ein vernünftiger Weg, den jeder normale Deutsche mittragen kann. Das ist überhaupt nicht rassistisch, das ist nicht rechtsextrem, das ist nur einfach extrem normal, weil wir normale Bürger wieder normal und sicher in unserem Land leben wollen. Es ist aber wichtig, dass wir die Politik im Land, im Bund wirklich stark ändern. Wir werden natürlich eines Tages auch in die Regierung gehen müssen, um die Dinge wirklich auch schnell ändern zu können. Einstweilen, ich habe schon gesagt, wirkt unsere Politik ja nur indirekt. Weil sie machen alle weiter. Sie erzählen uns jetzt vor den Wahlen in Brandenburg noch ein bisschen vom Pferd, als würden sie ein bisschen was unternehmen. Aber es wird nichts passieren. Ja? Und wir sehen doch, dass der Kanzler unterwegs ist. Der schließt schon wieder Vereinbarungen mit Kenia. Da wird ja gesagt, das ist so beidseitig. Ne? Also die nehmen ihre illegalen Migranten, die bei uns nichts zu suchen haben, wieder nach Hause. Da haben sie zugestimmt, es sind auch nur 800. Ja, da ist gar kein Problem. Auf der anderen Seite nehmen wir deren junge Männer wiederum ab, die dann hier uns arbeiten gehen können. Und da muss ich sagen, das ist der falsche Weg. Wir haben hier bereits zu viele. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen unsere Kultur, unsere Identität behalten und darum ist es auch eine Frage der Menge, wie viel hereinkommen dürfen. Und solange wir diese illegale Masseneinwanderung haben, sind wir dagegen, dass jetzt Kontingente aus anderen Ländern per Vereinbarung zu uns gelotst werden. Das ist zu viel. Das wollen wir nicht, darüber können wir reden, wenn wir sagen, null Immigration, wir machen jetzt die Grenzen dicht, wir schicken die nach Hause, die nicht hergehören und wenn wir dann irgendwann noch ein paar Leute brauchen, dann kann man gezielt und dosiert vielleicht ein paar Leute hereinlassen. Aber nicht, was die hier machen, immer mehr rein, eine halbe Million Jahr für Jahr, wo soll das hinführen? Und dann noch zusätzliche Kontingente. Nein, das machen wir nicht mit und das macht das deutsche Volk auch nicht mehr mit. Und dann komme ich nochmal zur CDU. Diese Wendehälse von der CDU, sind die von der Merkel. Ja, ihr kennt die alle, die damals die Grenzen hat aufstehen lassen und nicht dicht gemacht hat, als die Riesenströme über den Balkan kamen. Wir müssen ja ein freundliches Gesicht zeigen. Die Selfies mit den Migranten gemacht hat, was dafür gesorgt hat, dass noch mehr sich auf den Weg gemacht haben, die nicht die konsequent die rechtlichen Möglichkeiten an der Grenze genutzt haben, die wir vorhin auch schon besprochen haben. Das ist diese Frau Merkel, CDU. Ja? Und die CDU hat das alles mitgetragen. Alle in der CDU haben das mitgetragen.
die heute dastehen, und ich erlebe sie immer wieder im Bundestag, die dastehen und sagen, wir müssen doch mal was machen gegen die illegale Immigration. Ich lache mich kaputt. Dem kann doch wohl kein Mensch mehr abnehmen, dass die jetzt diesmal ernst machen wollen. Das ist doch ein Witz. Glaubt diesen Leuten um Merz und Co. kein Wort. Die werden gar nichts ändern an dieser Politik. Mit wem denn auch? Kommt die nächste Frage dazu. Ja, selbst wenn wir unterstellen würden, Herr Merz möchte das anders machen als Frau Merkel. Selbst wenn wir das unterstellen, wer mit den Grünen regieren will, wer mit dem BSW regieren will, der hat erstens die Kontrolle über sein Leben verloren und zweitens ist das niemand, der die Politik wird ändern können, weil in diesen Koalitionen wird es keine Änderungen geben. Es ist eine Fortsetzung dieser irren Politik und deshalb ist diese CDU keine Alternative. Sie ist nicht mehr wählbar. Es ist die alte Merkel-Truppe, die gar nichts ändern wird. Deshalb hört auf Merz und Co., was sie euch sagen. Ich meine, der Lindemann, der Generalsekretär der CDU, hat sich ja neulich hingestellt und hat gesagt, wir werden mit diesen Grünen nicht koalieren. Das wichtigste Wort dabei war, mit diesen. Und das ist genau das Hintertürchen, was sie sich aufstehen lassen. Ja? Sie sagen, mit diesen Grünen nicht. Und nach den Wahlen werden sie dann mit eben Koalitionsverhandlungen gemütlich am Tisch sitzen. Und dann werden sie sagen, ach, die Grünen haben sich ja bewegt. Ein bisschen. Und dann geht der ganze Murks weiter. Eins ist klar, wir sind bereit, auch mit der CDU Dinge zu ändern. Wir sind dazu bereit. Aber ihr müsst genau schauen, was sie tun. Erst in dem Moment, wo sie selber sagen, und auf kommunaler Ebene passiert das ja durchaus hier und da, wenn sie auf der großen Ebene, auch im Bund sagen, okay, diese Brandmauer hat ausgedient, die AfD ist wichtig, sie hat recht mit allen ihren Positionen gehabt. Wir werden uns darum bemühen, mit denen zusammen eine Koalition, eine bürgerliche Koalition der Vernunft zu machen. In dem Moment, wo diese Brandmauer gefallen ist, da können wir vielleicht glauben, dass sie das mal vorhaben. Aber nicht in Koalitionen, die sie jetzt wieder anstreben, mit dem BSW, mit der SPD, mit den Grünen in Thüringen, vielleicht sogar mit den Linken. Also solange die so sind, kann man nur sagen, eine Altpartei ist wie die andere. Es ist quasi die auferstandene SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Es gibt nur diese zwei Parteien, entweder SED oder AfD. Und da sie noch nicht dazu bereit sind, die Dinge zu ändern, da kommt der nächste Sonderzug zu unserer Demo hier. Das ist schön, das finde ich gut. Ja. Ja, eine hat nicht gereicht vorhin, ne? Es ist klar, es gibt nur diese Alternative heute. Das ist der Stand der Dinge. Da die anderen immer noch die Brandmauer hochhalten wollen, gibt es nur diese Alternative. Deshalb lasst euch nicht einlullen von dem immer gleichen Gewäsch der Altparteienpolitiker. Sie werden nichts ändern, Stand heute. Und darum ist klar, wir werden weiter wachsen müssen. Wir haben 33% in Thüringen geholt, wir haben 31% in Sachsen geholt. Wir werden auch in Brandenburg am Wochenende an die 30%-Marke ranrobben. 30 Grad schaffen wir vielleicht nicht mehr. Und das wird wieder Zeichen nach Berlin senden. Im Übrigen, die Gleichung in Brandenburg ist auch klar. Woidke weg, Ampel weg. Das kommunizieren wir dort jetzt, denn der Woidke hat ja gesagt von der SPD, er wird zurücktreten, wenn er nicht vorne liegt. Und das ist natürlich aus unserer Sicht ein Versprechen. Und an das sollte er sich dann nach der Wahl auch halten. Ja, wir werden auch dort wieder ein tolles Ostergebnis erzielen. Wir werden es auch in Mecklenburg-Vorpommern erzielen, 2026. Denn auch diese Regierung mit Schwesig und den Linken, die muss weg. Diese Regierung braucht kein Mensch, die ist zum Schaden unseres Landes und das haben wir bereits auch in der Migrationspolitik gesehen. Also Frau Schwesig ist ja jetzt auch für die Begrenzung der Migration, ja? Seit sie gesehen hat, dass die AfD so stark ist. Ja? Das ist ja wie in der Russland-Frage. Ne? Russland-Ukraine hat sie jetzt ja auch um 180 Grad plötzlich. Also man wird ja ganz schwindelig bei denen, wie das so geht. Da wechselt man seiner Meinung schneller als das Hemd oder die Unterhose. Das ist schon krass. Das ist schon krass, wie das da läuft mit Frau Schwesig. Aber auch da wissen wir, das sind einfach Wendehälse oder die Bürger für doof verkaufen wollen. Eins von beiden oder beides. Alles möglich.
möglich. Ja. Aber auch da werden wir die Dinge ändern. Wir sind ja hier auch stark in Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier haben wir starke Ergebnisse und wir werden noch stärker werden, um 2026 hier in die Regierung einzutreten, damit wir endlich eine Politik für das eigene Volk hier in Mecklenburg-Vorpommern machen können. Das wollen wir mit euch 2026. Wir schaffen das. Das schaffen wir. Ja? Ja, die anderen haben uns geschafft vorher. Ja, nächstes Jahr Bundestagswahl ist auch wichtig. Ja, und das bitte ich natürlich auch nochmal darum, uns weiterzutragen. Wir müssen einfach stärker werden. Wir haben es nach den Ostwahlen gesehen. Nur das führt dazu, dass die anderen ins Schlingern kommen und überlegen, zumindest mal die Politik zu ändern. Es ist wichtig, es ist hier vor Ort wichtig, damit es nicht so weitergeht, weil mit den vielleicht 60 Personen, die da zunächst kommen. Wer weiß denn, ob das alles ist, ja? Es geht ja immer weiter. Es geht immer weiter, 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 weiter. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass dann auch aufgestockt wird. Nochmal das Beispiel Upal, den hat man auch versprochen. Nur ein Jahr. Übergangslösung, Containerdorf. Und was ist jetzt? April, April. Es geht weiter. Die bleiben länger da. Mindestens nochmal ein Jahr. Dann werden neue Unterkünfte gebaut. Grevesmühlen darf sich schon freuen. In Westmecklenburg auch dem, Dabel und so weiter. Na, ihr kennt das ja hier auch überall. Diese Unterkünfte wachsen wie Pilze, weil, wie gesagt, alle rein, keiner raus. Das ist das Prinzip dahinter und da kann sich jeder vorstellen, dass ja immer neuer Platz geschaffen werden muss. Und wir haben die Probleme, die dadurch entstehen. Knapperer Wohnraum, steigende Mietpreise, auch die Kommunen sind natürlich weiter überlastet mit Kitas, Schulen, Hort und so weiter. Diese Kosten bleiben ja auch bei den Kommunen hängen. Ja? Es wird dann immer gesagt, ja, der Bund zahlt ja viel. Ja, ein bisschen was zahlt er von oben, aber wer zahlt denn eigentlich den Bund? Wer zahlt denn die Steuern für den Bund? Das sind doch auch wir. Wir alles müssen das ausbaden und damit müssen wir ein für alle Mal Schluss machen. Liebe Leute, auch hier, ihr wisst jetzt selber, jetzt seid ihr selber betroffen. Wir müssen jetzt die Dinge ändern, möglichst schnell. Es darf nicht so weitergehen und das ist nochmal die Perspektive. Bitte sorgt mit uns dafür. Und wer Mitglied werden kann, der soll das gerne tun. Ja, wir haben hier viele dabei, die schon bei uns Mitglied sind. Wir haben Andreas, der für uns sogar in der Gemeinde sitzt. Also es ist wichtig, auch aktiv mit anzupacken. Deswegen finde ich es schön, dass ihr alle hier seid, aber es wäre noch schöner, wenn ihr aktiv mit uns anpackt, vielleicht bei uns Mitglied oder Förderer werdet und mit dafür sorgt, dass die Politik sich hier möglichst schnell ändern, damit unser Land nicht eines Tages verloren ist. Wir können die Dinge noch ändern, aber wir müssen sie möglichst schnell ändern. Und deshalb bitte ich euch, macht mit, seid aktiv und redet auch. Redet auch mit denen da draußen, die sich vom Fernsehen immer noch verblöden lassen. Ihr habt die Sendung gestern vielleicht gesehen, ja? Also mehr Propaganda kann man ja gar nicht machen. Ein Glück ist der Ossi schlau und kapiert das, ja, weil wir es alle schon mal hatten. Das ist wie DDR-Fernsehen 2.0. Die 100 da gestern, also man glaubt es wirklich nicht, ne? Man glaubt es wirklich nicht, was die da abziehen. Und es gibt leider noch viele Leute, oftmals ältere Leute, die nur dieses Fernsehen verfolgen und dann, das kommt ja erschwerend hinzu, auch noch die Ostsee-Zeitung lesen. Und ja, die im Internet nicht so aktiv sind und nicht sich die Dinge raussuchen können, die wichtig sind oder nicht nachschauen können, was wir dann wirklich sagen. Deswegen ist es wichtig, dass man im eigenen Umkreis auch offen darüber redet. Dass man sagt, jawohl, die AfD ist die einzige Partei, die das immer gesagt hat, dass das ins Verderben führt, was hier gespielt wird in diesem Land. Das sind die einzigen, die konsequent an unserer Seite stehen. Und das sind keine Nazis, das sind ganz normale Bürger, die sich Sorgen um unser Land machen, genau wie ihr. Alexander Gauland hat es mal gesagt, er hat gesagt, wir haben die AfD gegründet, nicht weil wir eine andere Republik wollten, sondern wir haben die AfD gegründet, weil wir keine andere Republik haben wollen. Wir wollen unser Land erhalten, wir wollen unser Volk erhalten, wir wollen, dass unser Land, das wir geerbt haben von unseren Vorfahren, von unseren Eltern und Großeltern, die unser Land auch nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, das wollen wir in einem guten Zustand an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben.
Dafür sind wir angetreten. Dafür arbeiten wir. Und ich bitte euch, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten. Wir müssen mehr werden, wie 1989. Das Volk muss hinter uns stehen. Dann können wir die Dinge auch bei Wahlen ganz vernünftig ändern. So werden wir das tun. Wir sind eine demokratische Partei. Wir ändern die Dinge in den Parlamenten und natürlich hier auch bei Demonstrationen, Kundgebungen auf den Straßen. Macht gemeinsam mit uns Politik, damit wir die Dinge für euch ändern können, hier in Martensdorf, in Niepars und im ganzen Land, in Deutschland, unserem Vaterland. Dankeschön.